Ein tragisches Unglück ereignete sich am Donnerstagabend in Biemühlen im Kreis Segeberg. Gegen 20 Uhr stürzte ein Hubschrauber der Bundespolizei vom Typ Eurocopter 135 aus noch ungeklärter Ursache ab. Zwei der drei Insassen kamen bei dem Absturz ums Leben. Der 31-jährige Pilot überlebte schwer verletzt und kämpft derzeit in einem Krankenhaus ums Überleben. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war unmittelbar nach dem Absturz zur Einsatzstelle entsandt worden. Ein Hubschrauber der Bundespolizei ist hier kurz vorm Ortsausgang in Richtung B206 abgestürzt. Und bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr war der Hubschrauber bereits abgestürzt. Man hat dann zusammen mit dem eintreffenden Rettungsdienst hier eine Person gerettet. Es sind 65 Feuerwehrkräfte aus 4 Wehren hier im Einsatz. Neben den 65 Kräften der Feuerwehr kamen 3 Rettungswagen, 2 Notärzte und diverse Polizeikräfte zum Einsatz. Auch ein Kriseninterventionsteam kam zur Betreuung der Helfer vor Ort. Kurz vor dem Absturz soll der Pilot noch einen Funkspruch abgesetzt haben, der allerdings nicht mehr verstanden wurde. Der Hubschrauber stürzte auf einen Acker in der Nähe eines Fußballplatzes, wo zum Zeitpunkt des Absturzes noch gespielt wurde. Die genaue Unglücksursache ermitteln die Experten nun zusammen mit der Kriminalpolizei. Wie wir inzwischen wissen, gehört dieser Bundespolizeihubschrauber hier nach Fuhlendorf. Das ist hier ganz in der Nähe. Es war ein Übungsflug. Ein Fortbildungsflug, bei dem 3 Männer, 3 Insassen dabei waren. 3 Personen sind also mit dieser Maschine hier nahe einer kleinen Straße in Biemühlen abgestürzt und 2 Personen sind verstorben. Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Segeberg. Natürlich wird da in alle Richtungen geschaut, was möglicherweise noch Umstände ergeben können für die Unglücksursache.